Friedrichstraße Straße, Haus Nummer 140, Wohnung Nummer 7. Es sind vier Leute im Haus. Mark aus Berlin, Deutschland. Laura aus Wien, Österreich. Elin aus Schweden, aber ihre Familie lebt in Belgien. Yusuf oder Joe aus Ägypten. Er studiert Ingenieurwissen und arbeitet in einem Buchladen. Jeder hat seine eigenen Träume und Ziele. Aber allmählich wurden sie mehr als das. Sie stützen sich aufeinander und sich unterstützen gegenseitig im Leben. Oh, hi, ich bin Marc aus Berlin, Deutschland. Ich bin ein Kellner in der Innenstadt Restaurant. Ich habe mein Studium vor 2 Jahren abgeschlossen und auf der Suche nach einem neuen Stipendium. Ich bin glücklich, mit meinen Mitbewohnern zu leben. Ich kenne sie vor 2 Monaten, außer Laura. Sie hat sich vor kurzem uns angeschlossen. Sie scheint nett, ruhig und lustig. Sie sind eigentlich alle nett. Hallo, ich bin Laura aus Wien, Österreich. Ich studiere hier in Berlin, in der Berliner Universität. Ich bin vor einer Woche hierher gekommen. Ich weiß es nicht, ich bleibe nicht viel zu Hause. Nur um die schlafende Zeit. Aber ich fühle mich wohl privat und einige andere neue seltsame Gefühle. Sowieso, ich arbeite im Bekleidungsgeschäft. Ich liebe meine Arbeit und mein Studium ziehe. Und ich liebe Elin so sehr. Sie ist nett und mir am engsten. Hi, ich komme hier, um einen Job zu bekommen, lasse meine Eltern Haus und abhängig von mir. Ich bin so glücklich, ich komme nach Berlin und ich finde einen Job so schnell in einem Tourismusunternehmen namens Quicktour. Ich liebe meinen Job, ich liebe Reisen und ich liebe mein Haus. Ich vermisse meine Familie sehr, aber ich kann sie an meinem Freunden besuchen. Derjenige, dem ich dankbar bin, ist Joe. Er ist derjenige, der mir von dieser Wohnung erzählt hat. Seither unser Sturmfred ist mein bester Freund. Danke! Hallo Freunde, ich bin Yusuf. Ich studiere Ingenieurwesen hier in Berlin an der Universität Berlin, aber ich komme ursprünglich aus Ägypten. Ich kam hierher, um zu lernen. Ich arbeite in einer Buchhandlung. Ich lese gern und ich liebe auch das Essen. Ich lebe mit 3 Mitbewohnern. Ich liebe und schätze sie alle. Hey Joe, komm in! Okay, komm, lass uns gehen. Sie können so viele Probleme überwinden und ihre Ziele erreichen, indem sie andere teilen und unterstützen. Das macht die Dinge viel einfacher. Und du kannst deine Zeit und deinen Erfolg teilen. Und sogar deine Sorgen mit ihnen. Oh, Laura, guten Morgen. Guten Morgen, Joe. Was machst du gerade? Es ist zu früh. Was ist diese Konzentration? Ich versuche, mich fertig zu machen. Mach dich bereit für was? Ein Vorstellungsgespräch. Oh mein Gott, du verarschst mich. Kündige deinen Job. Nein, nein, aber ich suche nach einem besseren Job. Ich habe diesen Monat viele Interviews und ich versuche, mich fertig zu machen, wie du weißt. Ich bin nicht Deutscher, also habe ich viel Sprache. Nein, nein, nein. Also bin ich nicht Deutsch, wie du weißt. Alles, was sie tun müssen, ist die Antworten auf die Frage zu üben. Du wirst gut gefragt werden. Und die meisten Antworten sind allen bekannt. Wie was? Wie persönliche Informationen über dein Studium, Land, deine Familie und deine bisherige Arbeit. Und es gibt einige Fragen in Bezug auf deine Wünsche und deine Fähigkeit zu arbeiten. Du hast viele Videos auf YouTube, an denen du üben kannst. Danke, Joe. Ich dachte, dass ich wieder Deutsch lernen musste. Hahaha, nein, 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 natürlich nicht. Schau, ich muss zur Arbeit gehen und wenn ich zurückkomme, werde ich dir helfen. Oder vielleicht wird Mark sehr glücklich sein, dir zu helfen. Oh, Mark, warum? Warum? Warum Eves? Okay. Gott, warum trifft es im
immer mich. Warum dieses Pech? Ellen, was ist los mit dir? Wieso bist du so nervös? Sie machen viel Arbeit, ist Druck auf mich. Ich habe es satt. Du kannst also diesen Job aufgeben und nach einem anderen suchen. Und die gehe zu viel Interview. Oh mein Gott, ich will das Wort Interview nicht mehr hören. Warum? Sie fordern mich auf, Vorstellungsgespräche zu führen. Statt diese Spezialisten, um ein neues Zeug zu mieten, vor die neue Zweigfirma. Ich habe kein einziges Interview in meinem ganzen Leben gemacht. Ich weiß nicht wie. Oh Gott, du bist ein Geschenk des Himmels. Was? Was meinst du? Ich habe mein Leben mit dem Üben verschwendet, um ich Bewerbungen zu Gespräch durchlaufen zu können. Und du willst üben? Wie kannst du ein Interview machen? Also, warum praktizieren wir nicht zusammen? Wow, es ist eine tolle Idee. Lass es uns jetzt machen. Okay, ich hole uns Kaffee. Okay. Hey Joe, was los? Hey Mark, ich werde heute bis spät arbeiten. Könntest du mir einen Gefallen tun? Nein. Warum? Ich werde meine Freizeit nicht für deine Gewöhnlichkeit verschwenden, Mann. Komm, Mann, bitte tu es einfach für mich. Ich will kein Lügner oder hinterlistiger Mensch sein. Wirklich? Nein. Okay, ich werde dir 2 Baseball-Tickets deiner Lieblingsmannschaft geben. Oh gut, was ist das? Okay, hör zu. Ich habe Laura versprochen, dass ich ihr helfen werde, ein Bewerbungsgespräch zu bestehen. Bitte, ich sagte ihr, ich werde es tun, wenn ich nach Hause komme. Kannst du es bitte für mich oder für dich tun? Machst du Witze? Natürlich, ich meine für dich. Ich weiß. Auf Wiederhören jetzt. Ich bin Laura. Ich bin 24 Jahre alt, aus Wien, Österreich. Ich habe 4 Schwestern, aber sie leben alle in Wien. Zurzeit arbeite ich in einem Kleidergeschäft, aber ich möchte mich in meiner Karriere weiterentwickeln. Ich bin Laura. Ich bin 24, aus Wien, Österreich. Oh, hey Mark. Oh, Laura, was machst du? Wie geht's dir? Wie kann ich dir helfen? Mark, ich bin so glücklich. Ich war so aufgeregt und verzweifelt bis heute Morgen. Aber jetzt bin ich sehr glücklich und optimistisch und voller positiver Energie. Ja, das ist toll, aber warum? Aber ich fühle mich zu müde und erschöpft. Oh mein Gott, es ist 9 nachmittags und ich muss um 6 Uhr morgens aufwachen. Und ich habe seit gestern nicht geschlafen. Ich muss jetzt ins Bett gehen. Sieh dich am Morgen. Tschüss. Gute Nacht. Hallo, Entschuldigung. Ich sollte heute ein Paket erhalten. In der Friedrichstraße, Haus Nummer 140, Wohnung Nummer 7. Ja, von Laura Butin. Okay, kannst du mir genau sagen, wenn ich es bekomme? Okay, dann einer meiner Mitbewohner werde es für mich erhalten. Okay, tschüss. Hey, Laura. Hey, Mark. Ich sehe dich herum nicht so viel, aber ein Vögelin hat mir gezwitschert, dass du hier bist. Ja, wir sehen uns nicht so sehr. Mark, könntest du mir einen Gefallen tun? Ach, harte Arbeit. Sag das nicht. Ich habe ein wichtiges Paket, das ich heute erhalten werde. Aber ich muss jetzt gehen und ich werde nicht hier sein. Könntest du bitte, wenn du hier warst und das Paket ankommt, könntest du es für mich bekommen? Ja, sicher, werde ich. Danke. Aber kann ich es öffnen, um zu sehen, ob es ist, was du erwartest? Nein, tut mir leid, es ist persönlich. Okay, tschüss, bis später. Tschüss. Persönlich? Was könnte in diesem Paket sein? Ich habe nur gierige Nase.
Hallo Ellen, ich sollte heute ein Paket erhalten. Wenn du also im Haus wärst, würdest du es für mich bekommen? B.S. Es ist persönlich. Lass niemanden es öffnen. Was könnte in diesem Paket sein? Ich rieche Lunte. Hey, ich bin zu Hause. Oh mein Gott! Die Asche meiner Großmutter. Ich fühle mich sehr wohl neben dir. Es lässt mein Herz schmelzen. Aber was ist mit dieser armen Verpackung? Was ist mit der Zähne? Oh mein Gott! Das Paket wurde geöffnet. Ich möchte wissen, wer mein Backend geöffnet hat. Ich habe es nicht geöffnet. Warum würde ich es öffnen? Ich habe nicht vor einem Moment gedacht, was war drin. Ich werde nie neugierig auf diese Sachen. Ich bin nicht. Was meinst du, Mark? War ich? Nein, ich meine es nicht. Warte, was ist dieser Staub auf Ihren Kleidern? Staub? Irgendwelcher Staub, Ellen. Macht nichts. Ich habe versucht, das Regal zu organisieren. Und ich habe es nicht geöffnet. Ich war in meinem Zimmer und versuchte, ein paar Sachen zu kleben. Und ich wachte nicht auf, bis ich Loa schreiende Jungs hörte. Okay, dann, wer hat es geöffnet? Obwohl ich euch gesagt habe, dass es für mich sehr wichtig ist. Hallo? Ja? Das Paket? Willst du mit Loa reden? Okay, Loa, das ist für dich. Hallo, ist Loa? Ja, ich bin Loa. Warte einen Moment. Bus, ich schlafe wie ein Murmeltier, als ich die Tür öffnete. Ich sah jemanden mit Brille und sardonisches Lachen. Keine Pflege etwas zu tun. Wir möchten uns im Namen des Unternehmens entschuldigen und der Lieferjunge. Er triebte von dem Wohnungstor und ließ das Paket fallen. Er musste es öffnen, um sicherzustellen, dass es intakt ist und es wieder geklappt hat. Gibt es irgendeinen Schaden? Nein, nein, danke. Hallo allerseits! Hey Ellen, was ist in der Tasche? Ich werde euch alles erzählen, ich bin so aufgeregt und so glücklich! Toll, was ist das? Als ich das Vorstellungsgespräch führte, in der letzten Interview, war ich so müde. Meine Kleider waren alle zerknittert. Ich hatte meine Jacke ausgezogen und zog meine Ärmel hoch. Mein Haar ist wühlig durcheinander. Aber rate mal was! Was ist passiert? Ein Jugendlicher kam. Er war so anständig, gut aussehend und ernst. Er war gut gekleidet. Eine erstaunliche farbige Jacke, die ihn sehr gut anpasste. Ein Kraus-Shirt mit einer besonderen Stufe, mit einem Lederkoffer und passendem Gürtel und ein wunderschöne braune Schuhe. So? Das Interview war sehr erfolgreich. Ich denke, er ist einer der am besten geeigneten Menschen für den Job. Er ist fortgewandt mit einem guten Hauptfach und er spricht vier Sprachen.
Aber was hat das alles mit der Tasche zu tun? Ich kann niemals eine Geschichte ohne Unterbrechung beenden. Kann ich? Es tut mir leid, mach weiter. Natürlich ist seine Nummer in der Stellenbewerbung. Aber er fragte mich nach meiner Nummer. Sagte, dass er wissen will, ob er für den Job angenommen wurde oder nicht. Das war komisch. Wow, sag nicht. Ja, er hat gestern angerufen und er will mich treffen. Das ist erstaunlich. Ich freue mich für dich. Okay, als Antworten auf eure Frage über diese Tasche. Es enthält verschiedene Kleidungsstücke. Ich möchte elegant aussehen und ich möchte nicht chaotisch aussehen, wie es der erste war. Ich denke, übertreibe nicht. Okay? Sei genau, wie du bist. Du gefällst ihm, wie du bist. Also, vielleicht Hosen und ein Baumwoll-T-Shirt. Wäre schön. Worüber redest du? Es kann nicht sein. Es ist eine Verabredung. Sie muss wie eine Prinzessin aussehen. Ich denke, du solltest ein kurzes Kleid tragen. Und lass deine Haare offen und trage Ohrringe und schöne Halskette. Du hast recht. Aber ich bin es nicht gewohnt, Kleider zu tragen. Ich musste gehen und trage einen Anzug mit einer Seidenbluse. Oh mein Gott! Was? Gehst du zur Konferenz oder so? Ich denke, du musst selbst sein. Also trage eine Jeans und eine Seidenbluse. Das ist Unsinn! Jeans und die Seidenbluse? Wie kommt's? Ich konnte eine Seidenbluse und die klassische Hose tragen und eine Jacke halten. Eine Jacke in solchem heißen Wetter? Nein. Trage einen kurzen Rock mit einer passenden Bluse. Du kannst auch High Heels tragen. Okay, wann gehst du? Morgen oder abends? Abends. Okay, und wohin gehst du? Zum Kaffee oder zum Restaurant? Ich denke, es ist Kaffee und Restaurant. Aber es ist so groß und es hat sein eigenes Orchester. Aha, gut, okay, schau. Du wirst ein langes schwarzes Kleid mit einem zarten, kurzen Pullover darüber tragen. Aha, mittelhohe Absätze und eine kleine Handtasche, kleine Ohrring und eine Semble, Halskette, um deinen Hals zu schmücken. Okay, und binde Haar schlichtweg und verwende Make-up aber nicht übermäßig. Oh mein Gott! Wie kannst du das wissen? Du bist erstaunlich! Vielen Dank. Es ist jetzt sehr seltsam. Warst du kürzlich in einer Verabredung? Also, dieses perfekte Bild und hat es gefallen, weil das die einzige Explanation sein wird. Ja, ich meine, nein, aber ich weiß wie. Wenn du ihn kennenlernst, wirst du realisieren, dass er viel weiß. Ah, du musst einer Person zumindest sagen, wohin du gehst und ruf ein Taxi, um in Bereitschaft zu sein und nimm zusätzlich Geld. Du bist wirklich erstaunlich. Danke. Ich bin sicher, ich werde dich brauchen. Wirklich? Und wie würde ich helfen? Wenn ich zu einer Verabredung gehe, natürlich. Okay. Guten Morgen, Nora. Guten Morgen, Mark. Was ist los? Ich habe zu viele Sachen und ich kann es nicht organisieren. Besonders meine Küche gerade. Warte, warum bist du aufgebracht? Ich kann helfen. Wirklich? Ja, sicher. Okay, zeig mir, was du hast. Zuerst habe ich einen Safthersteller und einen Muffinhersteller. Ein Muffinhersteller? Warte, magst du Muffin? Machst du Witze? Natürlich, ich liebe es. Mein wissentliches Frühstück ist ein Muffin mit Butter und Marmelade. Kann ich es morgen mit dir teilen? Ich liebe es. Gar nicht. Okay, Muffinhersteller, wo können wir das hinstellen? Wir können Muffinhersteller genau hierüber den Ofen stellen. Findest du? Bist du sicher? Ja, wir können es neben Lampe über den Ofen stellen. Er macht es nicht ab. Ja, sie ist nicht. Was ist mit dem Safthersteller? Der Safthersteller, okay. Wie können wir es genau hier unten in diese Regale stellen? Wie findest du? Perfekt!
Ich bin wirklich froh, dass du mir helfest. Du hast mich gerettet. Ich muss jetzt wirklich zur Arbeit gehen, um nicht zu spät zu kommen. Tschüss. Warte, willst du heute zum Mittagessen? Hallo Kelly, wie geht's dir? Okay, warte, was ist los? Der neue Angestellte wird anfangen, morgen zu arbeiten und sie werden das Büro vorläufig teilen. Wir müssen dein Büro neu organisieren. Oh mein Gott, machst du Witze? Warte, bis ich morgen komme. Es tut mir leid, es ist ein vorübergehender Notfall. Bitte hilf mir, wo soll ich deine Aktenregale ablegen? Okay, stellen Sie es am Ende des Schreibtisches zwischen dem Fax und dem Telefon. Okay, hier ist es. Und wo sollte ich deine Ansichtskarte setzen? Ach, sei vorsichtig. Leg sie in derselben Reihenfolge an die Tafel. Okay, was ist mit deinem Aktenkoffer? Lege es so auf den Schreibtisch, außer dem blauen Ordner. Lege es in die Regale über dem Kopierer. Machst du Witze? Du hast deine Jacke hier gelassen. Wo kann ich sie legen? Ja, ich weiß. Ich vergesse es nicht. Ich lasse es hier von den Notfall. Lege es in die Schublade direkt unter dem Schreibtisch. Okay, ich habe mich darum gekümmert. Bis morgen. Auf Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. Hallo Joe. Hey Mark. Bist du heute zur Arbeit nicht gegangen? Es gibt einige Reparaturen oberhalb des Ladens und es ist geschlossen, bis es fertig ist. Du kannst dir die Geräusche der Maschinen nicht vorstellen. Es ist überall. Es ist hinter dir, über dir, unter dir. Es ist überall. Ich halte es nicht aus. Was hast du hinter deinem Rücken? Hinter meinem Rücken? Es ist ein Gemälde. Oh, zeig es mir. Okay, das ist die. Es ist schön, aber ich weiß nicht. Was stimmt denn nicht? Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach unwohl, obwohl die Farben zusammenpassen. Aber die Einheitsverteilung könnte ein Problem haben. Also? Also, sehen wir mal. Wenn dieses Stück sich hinter diesem Stück bewegt oder diese Seite war neben diesem Teil, ich weiß nicht. Vielleicht. Halt mal, ich weiß nicht, worüber du redest, sicher, dass du über andere Malerei redest. Ich begann das als Gift. Ich hielt an bestimmte Farben für bestimmte Räume fest. Aber es passt nicht zur Farbe deines Zimmers, Mark. Bist du Laura? Aha, Laura, Ulteli. Was? Nichts. Egal, irgendwie, ich denke, sie gute Bewohnerin. Und ich glaube, es ist eine gute Geste, ihr einfaches Geschenk zu bringen. Die ist sie ja egal und nicht darüber lachen. Okay, okay, ich werde nicht lachen. Verstecke es dann oben auf den Regalen oder hinter dem Bett, damit es niemand sehen würde. Okay, okay, ich werde es unter dem Sofa verstecken. Okay. Hallo? Guten Morgen. Kann ich eine Hin- und Rückfahrt buchen am Freitag? 3. August. Ja, für Ellen Grace. Okay, ich werde Ihnen eine Kopie meines Passes per Fax schicken und ich werde auf den Delegaten in der Adresse warten. Ja. Okay, danke, bye. Hallo Laura, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Es geht mir gut. Ich gehe am nächsten Freitag zu meinen Eltern. Ich bin so aufgeregt. Wow, das ist toll.
Ich vermisse auch meine Familie und würde sie gerne besuchen. Wie wirst du reisen? Mit dem Flugzeug. Ich werde um 20 Uhr in Bremen sein. Toll. Ich werde auch meine Eltern besuchen, aber nicht jetzt, im Dezember. Ja, ich denke, es ist geeignet. Du bist am 22. Juli gekommen? Ja, genau, aber es war ein sehr anstrengender Tag. Ich nahm mir Transportmittel, um hierher zu kommen. Erst das Flugzeug, dann einen Zug nach Berlin und schließlich kam ich mit dem Taxi hierher. Ja, ich erinnere mich, du sahst müde aus. Aber jetzt bist du hier und wir sind so glücklich, dass du hier bist. Danke, Ellen. Ich fühle mich wohl mit euch. Ich kann gewinnen, ich weiß es. Du wirst nicht gewinnen, ich kann wetten. Wirklich? Okay, was ist Wetten? Machst du Witze, Mann? Muffins natürlich. Na, echt? Was ist so überraschend an einem Muffin? Ich mag es nicht und Nora macht es jeden Morgen. Und sie bittet mich, bei ihr zu frühstücken. Was? Nora? Was macht Nora? Wie? Wann? Okay, beruhige dich. Nora wacht jeden Tag um 7 Uhr auf. Dann, sie macht Kaffee und Muffin. Ich sage Nein zum Muffin und Ja zum Kaffee. Und dann geht sie um 8 Uhr. Das ist alles. Oh mein Gott, ich werde es nie schaffen. Mein Tag beginnt um die Mittagszeit und ich komme um 1 Uhr zurück. Wie werde ich es schaffen? Nein, nein, schau. Du kannst es am Samstag machen. Es ist dein freier Tag und dein Arbeitstag für sie. Ja, das ist großartig. Okay, ich werde am Samstag früh aufwachen. Okay, mein Freund. Oh mein Gott, Mark, du bist mein Engel und Retter. Nein, das ist nicht... Weißt du, ich war am Verhungern. Auf meinem Weg von meinem Zimmer in die Küche, ich dachte bei mir selbst, gibt es denn in meinem Leben jemanden, der mir Frühstück machen könnte? Gott hat mich erhört, du bist mein Held. Dein Kaffee ist erstaunlich. Ja, ich weiß. Habe ich dir das vorher nicht gesagt? Nein. Okay. Ich werde dieses großartige Frühstück mit mir nehmen. Bis später. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Mark. Guten Morgen, Nora. Ich fühle mich heute so faul. Hallo, David. Guten Morgen. Könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Könntest du mir bitte Kaffee und Muffins bringen? Und legte sie auf meinen Schreibtisch. Toll, triff mich im Café neben dem grünen Gebäude. Ich werde um 7:30 mit einem Taxi kommen. Damit wir zusammen frühstücken können. Okay, bye. Okay, tschüss Mark, ich muss mich anziehen. Weil ich zur Arbeit gehen muss. Okay, tschüss. Tschüss. Hey, Laura, wie geht's dir? Oh, was für eine Überraschung. Wie bist du? Ich sehe dich hier nicht zu viel. Ich habe dich nicht gesehen, seit wir letzte Woche zu Abend gegessen haben. Ja, leider bin ich bei der Arbeit gestresst. Und wir sind das Oberdeck des Buchladens letzten Monat fertig renoviert. Es sollte letztes Jahr eröffnet werden, aber Gott sei Dank. Wir sind fertig und die Eröffnung wird bald sein. Okay, viel Erfolg. Danke. Was ist dieser Koffer? Elins Koffer, sie kam letzte Nacht vor ihre Reise zurück. Wirklich? Ja. Hallo, guten Morgen, Jungs. Guten Morgen, Ellen. Hättest du nicht letzte Woche zurückkommen sollen? Ja, ich sollte, aber es regnete die ganze vergangene Woche und es regnete gestern, aber ich kam gestern an. Toll, willkommen zurück. Danke. Thank you.
Lisa, bitte überprüfe den letzten Kunde im Ordner. Ja, er ließ sich ein Buch von letzter Woche und gab es mir noch nicht zurück. Nein, er gab es zurück, aber er ließ sich letzter Monat ein anderes Buch aus und ich rief ihn an und er sagte, er kam letzte Nacht, aber er tat es nicht. Oh Gott, was für eine Unordnung. Wir sollten neue Bücher vom letzten Monat erhalten. Sind Sie angekommen? Wirklich? Okay, ich bin auf meinem Weg. Tschüss. Oh, was ist los? Ich bin nicht zur Arbeit gegangen. Es gibt viele Probleme. Halt, Mann, du kannst damit ruhig umgehen. Ich vertraue dir. Danke, Mann. Okay, möchtest du etwas machen, bevor du zur Arbeit gehst? Schau, ich habe keine Zeit, aber was schlägst du vor? Okay, schau. Wir können spazieren gehen, einen Kaffee trinken oder ein Spiel spielen. Oh mein Gott, Mark, ich bin dein Freund, keine feste Freundin, mit der du zu flattern versuchst. Außerdem habe ich dich immer auf Spiele geschlagen. Ich habe dich gestern geschlagen, letzte Woche und ich habe dich letzten Monat geschlagen. Schütze deine Bemühungen für Laura. Hey Jungs, ich habe meinen Namen gehört. Was ist los? Oh nein. Ja. Ja. Nein. Schau, ich gehe aus. Weißt du was, Laura? Er liebt Muffins so viel. Du kannst ihn zu dieser Süßen einladen, die du immer machst. Wir sehen uns später. Tschüss. Oh, wie er sagt, ich liebe Muffins. Ich auch. Okay, möchtest du jetzt einige essen? Mark, was sagst du? Natürlich nicht, ich werde jetzt keine Muffins essen. Ich werde es für einen Monat aufgeben. Bist du noch hungrig? Hättest du gerne Blumenkohlsuppe? Ich habe einige, es ist großartig und sehr gut für deinen Magen. Möchtest du etwas mit mir zusammen essen? Blumenkohl? Nein, ich meine, ich habe viel zu tun. Ich kann dich nicht zu diesem fantastischen Frühstück kommen. Mark, was machst du? Ich sehe, du bist beschäftigt. Hey Ellen, ich schreibe einen Artikel für eine Zeitung. Einer meiner Freunde bot mir an, einen Praktikantenjob in der Zeitung von zu Hause an. Und wie du weißt, liebe ich diesen Job und schreibe general. Okay, viel Glück, Mark. Brauchst du Hilfe? Nein, Ellen, danke. Oh, Laura, Entschuldigung, ich vergesse dir Kaffee zu machen. Möchtest du etwas Kaffee? Oh, danke, ich werde in Minuten meinen Kaffee kochen. Warte. Hallo, Entschuldigung, tut mir leid wegen der Störung. Aber hat niemand meine Papier gesehen? Ich habe es dort in der Küche gelassen. Was war darin? Es war ein Artikel, an dem ich stundenlang gearbeitet habe. Verdammt, ich benutze es, um den Tisch zu wischen. Es ist meine Schuld, tut mir leid. Bist du verrückt? Wie konntest du das tun? Ich wusste, es ist nicht wichtig oder es gehört jemandem. Du bist ein achtloser Person, die sich nicht für anderen interessiert. Mark, beruhige dich. Du erhörst deine Stimme übrigens. Oh, wirklich? Ich werde mich nicht beruhigen und ich werde meine Stimme nicht senken. Was kann ich mit deiner Entschuldigung tun? Du bist ein Idiot. Du weißt, die Umstände nicht einzuschätzen. Ich habe es dir gesagt. Ich meine es nicht. Mark! So, nur die Ruhe bitte. Was ist mit euch beiden los? Was ist passiert? Oh, du willst wissen, was passiert ist? Okay, nun dieser Idiot hat meine Arbeit ruiniert, an der ich stundenlang gearbeitet habe. Wieder beleidigst du mich. Sei beruhigt, das ist angeeinigt. Oh, wirklich? Frag Ellen, sie weiß viel über mich. Oh, Mark, er meinte es sicher nicht so. Ja, Mann, ich meinte es wirklich nicht, also bitte akzeptiere meine Entschuldigung. Es tut mir leid, okay?
Es tut auch leid, nur vergiss einfach mein Verhalten und vergab mir. Nein, weißt du, du bist mein Bruder und mein Freund und ich werde nicht böse auf dich sein. Du weißt was? Was? Ich kann dir helfen und alles wieder schreiben. Wirklich? Ja, wirklich. Hey, du bist mein Bruder. Was ist denn mit dem Kauf von Pizza für eine solche Gelegenheit? Oh, Pizza. Perfekt. Du weißt genau, wie du einen solchen Moment einzuschätzen. Danke aus tiefstem Herzen, Schatze. Weißt du was? Wir können jeden Tag streiten.